Es kam unerwartet und traf die Region heftig. Ein schweres Unwetter tobte am Mittwochabend über Bamberg und dem Landkreis. Keller liefen voll, eine Unterführung wurde geflutet und etliche Bäume stürzten um. Die Feuerwehr rückte zu über 100 Einsätzen in der Region aus. Schwerpunkte waren Strohlendorf, Pettstadt und das Stadtgebiet Bamberg. Fünf bis zehn Autos wurden beschädigt. Auf dem Gelände der Eintracht Bamberg stürzte ein Baum auf ein Auto. Auf dem Gelände des MTV verwüstete der Sturm den Tennisplatz. Das Dach wurde abgedeckt. Nach bisherigen Informationen wurde ein Mensch bei dem Unwetter leicht verletzt.